Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe eine Korkenzieherweide in der Vase stehen gehabt und die hat jetzt natürlich auch schon schön gewurzelt und dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich jetzt damit? Entweder ich gehe her und pflanze die in den Garten, dann habe ich einen Weidenbaum, aber ich habe keinen Platz im Garten und deswegen scheidet diese Möglichkeit aus. Und dann habe ich überlegt, ach, ich könnte da eigentlich ein neues Video draus machen, weil die ist schon so schön ausgeschlagen. Und ich habe mir auch ein sehr schönes Glas gekauft, eine runde Glasschale, 25 cm Durchmesser hat die. Und dann ist mir doch die Idee gekommen, dass ich irgendwas Schönes machen könnte mit Weide und Tulpen. Und ich improvisiere ja immer ganz gerne. Und in der Tat ist es nicht immer so, dass ich das Ergebnis von vornherein weiß. So ist es auch heute. Aber ich hatte einfach Lust, mal ein bisschen was zu machen. Und mit weichen, biegsamen Zweigen, wie wir ja auch schon im letzten Video hatten, da habe ich dann einen Frühlingskranz gewickelt, kann man ja sehr, sehr schöne Arbeiten machen. Und mir kam so die Idee mit dieser schönen Schale, dass man in der Schwungform dieser Schale, also sprich einfach schön in dieser Rundung, eine tolle Arbeit reinmachen könnte, was ich heute im Video machen möchte. Ich habe dazu auch ein paar schöne Tulpen, die werden wir nachher natürlich dann noch einstellen. Ich habe einen Rötel- oder Drillapparat, das ist hier so ein zum Verdrehen, ja, man sieht hier so, das ist so ein, da wurden früher die Mehlsäcke zugerötelt, zugedrillt, da komme ich gleich dazu. Und jetzt brauche ich erstmal einen schönen Zweig, der stabil genug ist, um in meiner Glasschale rundum zu laufen. Ja, stabil genug dazu, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und der natürlich auch dann meine Basis bildet. Und ganz wichtig ist immer, dass der Anfang von der Weide, also sprich die Schnittstelle, das muss auch im Glas bleiben. Ich habe jetzt schon mal so eine erste Basis, habe mir auch ein paar Zweige geschnitten, ein paar kleine und die nehme ich jetzt zusammen. Nehme diesen Röteldraht, der hat also diese zwei Schlaufen links und rechts, das ist also ein ganz tolles Werkzeug und lege die zwei Schlaufen aneinander und muss natürlich mit diesem Rötelapparat in diese zwei Schlaufen gehen. Und drehe den Draht einfach zusammen. Nicht zu viel drehen, weil sonst knallt ja oder fliegt so richtig dieser Draht ab und man darf dann noch mal von vorne anfangen. Und da reichen also ein paar Umdrehungen. So ein bisschen eine Gefühlssache, nicht zu locker, nicht zu fest. Das muss man so ein bisschen so, das muss man einfach ja vom Gefühl her entscheiden. Und immer, man kann ja diese Arbeit immer wieder reinprobieren. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Ast, der noch absteht. Den schneide ich jetzt ab, weil der stört auch. Und hier komme ich auch schon zum nächsten Werkzeug, das man immer braucht. Das ist eine gute Floristenschere. Das ist das A und O der Arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Basis. Und diese vorgetriebenen, wunderschönen kleinen Zweige, die sind ganz toll. Und ich würde auch immer einfach ein paar Zweige nehmen, weil wenn man jedes Mal einzeln für solche Zweige ansetzen muss, ich glaube, das nervt dann total. Also da hat man auch keine Lust dazu. Und wichtig ist bei dieser Arbeit, dass immer die Schnittstellen im Glas sind. Das heißt, wenn immer ich jetzt ansetze und Zweige feströtle, dann muss ich erstmal im Glas probieren, dass die Schnittstellen von der Weide natürlich im Wasser sind, weil diese wunderschönen frischen Grüntriebe, die jetzt auch so schön zum Frühling passen, die wollen natürlich mit dem Wasser im Glas versorgt sein. So, ist auch hier jetzt der Fall. Dann kann ich es, um wieder ein bisschen was festzumachen, kann ich die Arbeit wieder rausnehmen und überlege mir, wie ich die am besten fixiere. Thank you.
da ich mit dem Rest von der Weide nichts mehr anfangen möchte und mir eh überlegt hätte, sie zu entsorgen, suche ich mir jetzt natürlich auch die schönsten Stücke raus, die Sahnestücke, und die verarbeite ich. Der Rest fliegt dann natürlich weg. Optional könnte man immer noch die restlichen, ja, die gewurzelten Stämme, die könnte man immer noch einpflanzen in einen Topf und könnte eine kleine Korkenzieherweide damit heranziehen, was sicherlich auch sehr leicht gelingt, weil die sehr gut anwachsen. Das ist natürlich jedem selber überlassen, aber es wäre ein schönes Experiment, vor allem wenn man Kinder hat. Die haben da bestimmt sehr viel Freude daran, dass diese Weide auch so hübsch wächst und treibt. So, man sieht also hier, wichtig ist, alle Schnittstellen der Weide sind unten. Ja, dass die alle Kontakt haben mit dem Wasser und dass die alle unten sind. Ich mache jetzt erst nochmal die Blätter aus dem Glas raus. Das Glas kann man immer in die Spülmaschine stellen. Gläser sind immer sehr, sehr gut zu handeln, im Gegensatz zu gefärbtem Glas, wo oft auch schon sehr, sehr schnell die Farbe abgeht. Ich gebe jetzt ein bisschen Wasser rein, weil ich möchte ja, dass meine Weide gut versorgt ist mit Wasser. Und ich möchte gerne Tulpen hier reinmachen. Ich habe mir ein paar schöne dicke Adrem-Tulpen, die auch schon ein bisschen angeblüht sind. Aber auch mit Tulpen ist immer sehr faszinierend, wenn man Tulpen kühl stellt. Dann halten die unglaublich lange, und ich hatte auch Tulpen, die schon an die 2 Wochen oder länger gehalten haben. Und ich kann bei den Tulpen hier einen kleinen Draht nehmen oder ein kleines Bändchen. Ich kann diese Tulpen in einer Schwungform, hier ist eine Tulpe mit 3 Blüten auf einem Stiel. Das ist der Hammer. Oh nein, sorry, die 4. Die ist gerade rausgebrochen. Es waren 4. Das ist ja unglaublich. Tulpenstiele sind meist sehr flexibel. Aber ich kann jetzt hergehen, kann einfach mal eine Tulpe ein bisschen kürzer machen. Also die ist jetzt wirklich nur diese Länge. Die lege ich dann in dieses Geflecht rein. Dieses Geflecht ist ja fast wie eine Krone. Ich kann mit anderen Tulpenstielen, also es geht nicht immer, manchmal macht es auch Klack und sie ist kaputt, aber oft geht es, also mit Tulpen und mit Callas, wenn der Tulpenstiel unten im Wasser ist, dann kann man die Tulpe sehr, sehr schön in diesem Geflecht entlang führen und befestigt den Blütenkopf einfach mit einem kleinen Draht. Dieses Weidengeflecht, das hält ja eigentlich viel länger als die Tulpe, und so kann man nach Belieben die Anzahl, also ich mag auch, hier unten ist ein bisschen unflexibler und oben ist der Tulpenstiel sehr flexibel. Das ist auch sehr, genau das brauche ich für diese Arbeit. Und so kann ich muss mir auch immer erstmal Plätzchen suchen, und so kann ich diese Tulpen, müssen gar nicht immer, genau, klack, manchmal brechen sie auch ab, aber das macht nichts, wenn ich jetzt so eine Tulpe habe, die abbricht. Dann lege ich die einfach in die Mitte rein und habe auch eine sehr schöne farbliche Basis. Und dann probiere ich mit den nächsten, ob die sich biegen lassen. Das passiert uns manchmal auch bei Callas, dass die Callas eben einfach schlicht und ergreifend abbrechen, weil wir haben auch Arbeiten, wo wir die Callas so flexibel brauchen, für Quersträuße zum Beispiel. Damit die Tulpen so in Position bleiben, verwende ich einfach ein paar feine Drähte und mache diese Tulpen fest. Drehe meine Arbeit auch mal,
Ich möchte ja gern, dass es von allen Seiten, ich finde, es wäre sehr schön, wenn hier noch mal was wäre. Und dann hätte ich gern noch weiter oben eine Tulpe. Und die Tulpen wachsen ja auch alle weiter, bekanntermaßen. Aber das können Sie auch ruhig machen. Sie dürfen sich auch in dieser Arbeit bewegen. Sie dürfen weiter wachsen. Hier ist auch ein kleiner Ast. Den nehme ich doch gerade. Schön. Und da bleibt die Tulpe schon an dem kleinen Ast hängen. Das ist sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier nur noch diese kleine, die mir ja vorhin der Seitentrieb, der abgebrochen ist. Und die kann ich ja einfach noch so in die Mitte reinstellen. Ja, das ist eigentlich so eine ganz schere, lockere Frühlingsarbeit, wo man einfach ein paar Zweige verwenden kann, die man noch so hat. Und durch diese frisch getriebene Weide sieht das natürlich auch immer sehr, sehr so frühlingsmäßig so toll aus. Das ist halt einfach mal was anderes. Die Materialien, also diese schöne Schere, Floristenmesser und dieses tolle Glas mit 25 cm Durchmesser, das zeige ich dir auch mit dem Bestelllink, weil das kannst du mit meinem Fanrabatt bei Floristik24 bestellen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Suchen nach Weide. In der Natur wird sie noch nicht so weit getrieben sein und das tut sie natürlich erst in der Vase. Aber das macht nichts. Ansonsten macht sie es in deiner neuen Frühlingsarbeit. Und für heute verabschiede ich mich mit einem ganz lieben Frühlingsgruß. Bleibt gesund und bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss!